Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 3. Wir sind hier in Geldern stehen geblieben. Wir haben letztes Mal unsere NPC-Talking-Session gehabt. Wir wissen jetzt ungefähr, was abgeht. Es geht hier ziemlich viel in Richtung Abbau, Gold, Schwefel, Artefakte. Aber, womit wir jetzt gleich anfangen, wenn wir schon hier stehen, wir gehen nämlich mit Gembug zu Ivan und mischen den auf. Lass uns Ivan aufmischen. Fangen wir einfach mal so an, oder? Du hast mich ehrenvoll besiegt. Wir werden zusammen kämpfen. Der gottlose Söldner Ivan ist irgendwo im Norden von Gelder. Natürlich im Norden. Komm mit, ich zeig's dir. Das ist ganz gut, wenn der uns jetzt in den Norden führt, weil da gibt's dann auch gleich einiges zu machen. Ne? Da haben wir ja letzte Folge herausgefunden. Ja, da gäb's, ich glaube, 2 oder 3 Minen. Naja, wobei eine haben wir ja schon. 2 Minen gäb's da noch, die wir abklappern müssen. Glaube ich. Wir haben auch schon letzte Folge herausgefunden, irgendwas in Geldern triggert mies die Bugs. I don't know, was da los ist. Ja, wir gucken einfach mal, ne? Stimmt, im Norden soll ja auch hier dieser Thorn sitzen, oder? War das Norden? Nein, wir gucken mal. Jetzt gehen wir erstmal zu Ivan. Den machen wir halt easy weg, ne? Ich hätte vielleicht mich nochmal hinlegen können. Achso, nicht die Richtung, oder was? Wo gehst du jetzt hin? Ah, doch, die Richtung. Okay. Gembug. Jetzt hat er hat nur mal einen kurzen gebraucht, ne? Ganz kurz. Moment von Zweifel. Sollten wir Ivan auch noch für jemand anderen töten? Kann das? Junge, was, wieso laggt das jetzt schon wieder? Mann. So als wäre das Programm rausgeflogen. Wir sammeln hier noch die ganzen Kräuter mit ein. Wenn wir schon hier sind, machen wir es gescheit, ne? Hat er mal so diesen E-Rot, ne? Okay. So, dann gibt es einen für dich und einen für dich und einen für dich. Oh, da haben wir sogar schon einen. Also, das sind ja Fäden. Fäden in der Landschaft sind das. Halbstarker war das. Oder können wir eigentlich auch? Warte mal, ich zieh mir mal hier einen Trank rein, dann gehen wir hier Nahkampf in Fight. Ne, habe ich ja letzte Folge auch schon wiederholt. Wurde ja geforwardet, dass ich da mal ein bisschen mehr im Nahkampf mache. So, einen haben wir schon weg, du. Einen haben wir umgehauen. War das schon alles? Ja, denke ich mir halt auch, Gembug. Ah, schau mal, der will mit der Armbrust runterschießen. Ey. Schon mal, ja. Boah, ich wollte kurz die Chance nutzen, dass wir nicht die Aggro von dem Typen haben. Ey, Fuck. Ja, wir sind zum Glück gegroovt. Junge, Urakshaka. Gut, Ruf bei den Orks +2. Das ist halt auch saugeil, als ob wir hier einfach mal Ruf bei den Orks bekommen. Ivan, was hast du so? Ausdauer. Ach stimmt, wir haben von letzter Folge auch noch einen Ring bekommen. Ring der Stärke. Werkgeschick 5. Wow. Okay. Das ist halt nix, ne? Was ist hier? Komm. Gönn. Zu schwer. Natürlich ist es mal wieder zu schwer. Wir haben auch nichts, was das öffnen kann. Was für ein Theater. Nochmal Ruf in Geldern. Ivan ist tot. Gut, dann werde ich weiter in der Arena kämpfen, bis ich wieder eine Gelegenheit bekomme. Ehre und Stärke, Mara. Lebt wohl. Ehre und Stärke. Okay, ich glaube, der mag uns jetzt. So, haben wir hier irgendwie noch was? Außer die Truhe, die wir natürlich nicht öffnen können. Ja, looten wir die hier noch durch. Ja, wenn wir hier sind, wie gesagt, dann können wir eigentlich... Oh, schaut mal hin, Herrscherkraut. Dann können wir eigentlich auch gleich die Minen hier in der Umgebung mal anschauen. Aber warte mal, das sieht mir irgendwie nach einem Durchgang aus. Zu wohin auch immer. Ja. Silden, I guess. Irgendeinen Grund. Aber warte mal, sollten wir echt nicht. Sollten wir nicht irgendwie. Lol. Ah.
Okay. Ja, mit Landkarten habe ich's. Ich habe auf jeden Fall einen Orientierungssinn. So, warte mal, wer war ich? Achso, ja, stimmt. Wir hatten hier doch noch was offen, oder? Sollten wir nicht? Ich glaube, es war Treles. Da war doch irgendeiner, der die Rebellen überfallen hat, mäßig. Aber ich sehe keine Quest. Okay, ja, gut. Das hier ist die Alter, was ist denn das? Geldern, das hier ist die Richtung Geldern. Das heißt, ich glaube, in die Richtung müssten auch dann die Minen sein, oder? Warten. Im Norden soll Thorn sein. Da hinten ist auch die Mine. Wir gucken mal, ich nehme mal kurz hier so einen Heilzauber rein, ne? Wir gucken, ob wir Thorn. Ich weiß es gerade für echt nicht. Es kann für echt sein, auch dass wir den Thorn schon haben. Bin mir bloß gerade nicht sicher. Oh, Ripper. Wie ich die Dinger liebe. Eine Wildsau. Also komm, das hättest du noch zu Ende machen können, Fall. Tu mal weg. Abgebrochen. Ich sehe noch kein Waldvolk vor uns. Aber so weit kann das ja auch eigentlich gar nicht weg sein. Von Geldern. Wenn wir schon irgendwie die Mission haben, dass wir für Geldern halt irgendwie Thorn finden. Ach komm, Thorn finden sollen. Oh, lol, als ob wir den auf einmal gewonnen hätten. Es gibt schon irgendwie Crits in dem Game, ne? Redet keiner drüber. Junge, was ist denn hier? Vielleicht noch ein paar Ripper? Da hinten geht's weiter mit den Rippern. Okay, ist halt echt die Frage, ne? Hier ist dann wahrscheinlich die Mine, wa? Stollenwolf. Okay, euch können wir so machen. So, der ist der Nächste, der hier ankommt, glaube ich. Ja. Man muss bloß ein Timing haben. Oh, da kommt noch einer. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Ja, gut, ich weiß. Aber wir sind halt Magier. Was soll ich machen? So, ich wechsle jetzt schon ab. Komm, Ivan zum Beispiel haben wir ohne Magie geplättet. Komm, lasst mich das ein bisschen abwechseln, ne? Wir haben auf jeden Fall nicht umsonst das Ganze hier reingebuttert. Oh, nein. Nicht während eines Kampfes. Da ist irgendwas noch sauer auf uns. Wahrscheinlich irgendwie in der Höhle drin. Gibt es da noch? Ja. Ja, das war's. Dann können wir jetzt die Eifrigen hier hinbringen, oder was? Ich war halt eigentlich auf der Suche nach einem Tor, ne? Amulett der Magie. Ja gut, wir haben das Adonos-Ding an, ne? Altes Amulett. Ja gut, 20 Mana. So Ist schwer. nicht so worth. Aber Da gut. ist nichts zu holen. Wir nehmen hier natürlich erstmal alles aus, ne? Ist klar. So, warte, hier. Hier war noch eine Truhe. Ich höre irgendwas Schweres. Ich höre irgendwas Schweres stampfen. Blitzschlag. Eine leere Flasche.
Ja, ich würde sagen, wir gucken hier einfach noch ein bisschen in der Umgebung rum, ne? Es kann halt echt auf Blödsinn sein, dass ich einen Toren suche, den wir bereits schon vor Urzeiten entdeckt haben. Hier höre ich doch irgendwas stapfen. Oh, und Urzeit. Zwei Urzeitviecher. Und Ausdauer. Harnischkraut. Warte mal, sollen wir hier? Das sind schon ein bisschen krassere, ne? Urzeitvieh des Hochlandes. Es hittet beide. Okay, warte mal, der hat ja den Schlag irgendwie nicht gehört, ne? Okay, ja, ich glaube aber nicht, dass die jetzt irgendwie groß was gebracht haben, oder? Eine Truhe, die wir nicht öffnen können, sehr schick. Nun denn. Ich weiß gar nicht, jetzt, ob hier noch ein Tor ankommt. Also wir sind jetzt halt eigentlich schon eher wieder im Gebiet von Silden. Deswegen gehe ich davon aus, wenn es irgendwie... Oh lol! Wollen wir es mal probieren an so einem Ding? Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr von denen. Boah, machen wir halt dem Vieh einen Damage. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich probiere einfach mal kurz. Ich speichere davor. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Damage der macht. Weil Leben haben wir jetzt ja nicht so viel. Da wäre ja sogar fast mit Magie zu kämpfen noch schwieriger. Also gut, ne? Ich hab's halt gesagt, ne? Was soll uns noch großartig hier erwischen? Oh. Was soll noch großartig ein Problem sein? Müssen wir kurz aushalten? Oh, damit wir. Oh lol, hätte der getroffen, glaube ich, das wäre ein bisschen böse geendet. Hä, aber schaut mal. Ich meine, was soll ich sonst mal? Soll ich mich jetzt absichtlich schlecht stellen? Soll ich mich absichtlich dumm stellen, damit wir die schwer fighten? Okay, das erinnert mich jetzt ja... Oh, wir sind... Oh, wir haben Krankheit drin. Die machen Krankheit rein? Ich habe irgendwie das Gefühl... Erstens mit den Lags, dass da, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Programm hieß, was wir installiert haben, raus ist. Und da, dass die jetzt halt, ja, also das hat mich irgendwie an Oldschool Gothic erinnert, wo man einfach nur auf den Gegner eingeschlagen hat. Eine Drachenwurzel, zwei Drachenwurzeln, Alter, so lange keine mehr von denen gesehen, ne? Jetzt einfach zwei. Und eine Schwerde, geil. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Zeit, wo man einfach nur auf den Mob ein... preschen konnte, dann hat das gepasst. Ordensschwert. Die zweihändige Ausführung des Paladin-Schwerts. Gut. Nehme ich, Alter. Nehme ich. Ich sag's euch, die schweren Truhen, die sind's. Vom Surprise-Faktor her. So, können wir hier zu Geldern schließen? Oder, warte mal, ist das jetzt halt... Nee, das ist einfach nur am Ende der Welt. Naja, wenn wir schon hier sind, ne? Damit ich snipe ich. Toll. Aber ich spare mir jetzt mal kurz den Weg nach da unten. Nehmen wir natürlich alles mit, ist klar, ne? Oh. Einfach ein verlassenes Camp. Ich weiß auch nicht, wie lange hier schon das Lagerfeuer brennt. Hier ist ein Wasserfall. Heißt das was Besonderes oder wie?
Sumpflöcker. Wir gucken uns den Wasserfall mal an. Abgebrochen. Ich höre. Abgebrochen. Junge. Hier ist eine andere Mucke. Hier ist eine andere Mucke als die Mittellandmucke. Heißt es was? Alter, die Musik ist geil. Ich glaube, ich höre die zum ersten Mal. Warte mal, wie Klischee ist das jetzt? Okay, nicht Klischee. Aber es ist auch immer wieder das Gleiche, wenn man über sowas redet, ne? Auf der einen Seite übel Klischee, ja komm, es ist ein Game, natürlich ist was hinterm Wasserfall, eine Höhle, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn dann keine Höhle da ist, dann beschwert man sich. Alter, ey, was? Ich würde das Game so gerne gerade einfach ohne Lags genießen, ne? Wir haben hier nämlich echt ein schönes Surrounding. Wir haben zum Glück Resistenz gegen... LOL! Ein schwarzer Troll! Junge, warte mal, wie random ist das jetzt bitte? Erstmal die Erz, erstmal die Erz, erstmal die Erz. Ja, und die Eidechse gehört auch dazu, Junge. Hör bitte auf zu laggen. Digga, bitte. Ich will das hier genießen, Mann. Junge, bitte. Bitte. Fuckt mich sowas ab. Noch ein Troll. Warte, warte, ich will erstmal ganz kurz hier. Ich will hier erstmal ganz kurz im Game ankommen. Ich komme gar nicht drauf klar. Wir haben einen schwarzen Troll und wir haben mieseste Lags auf Doom, ey. Ich habe, by the way, nichts im Hintergrund offen. Das kann man sich halt nicht geben. Es tut mir echt leid, Leute, für die Quality. Ich wünschte, das wäre anders. Ich weiß halt nicht, was ich dran ändern soll. Komm, den schwarzen Troll, den versuchen wir echt, den versuchen wir einfach mal im Nahkampf. Weil es mich natürlich auch interessieren würde, wie viel Damage wir machen mit unserer Magie, aber nee, komm. Komm. Questerfolg. Das ist so eine Dings-Quest, aber, ne, so eine... So wie die Angst aller Snapper oder so. Oder Snapper-Schrecken. So, warte mal ganz kurz, ich probiere mal was, ja? Es ruckelt halt immer noch, selbst ohne Reshade. Auch ordentlich. Warte, ich muss nochmal kurz hier die Agro losen. Ich versuche einfach das Game mal kurz zu restarten, oder? Nee, warte, hat davor nichts gebracht. Ich muss das davor auch schon restarten. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich hoffe, also es muss irgendwie Geld an Umgebung sein, weil ich... Leute, mal ehrlich. Wüste durchgehend null Probleme gehabt. Null. Ne? Und davor in Myrtana war eigentlich auch nicht so wild. Ich weiß nicht, was passiert ist. Weil es taugt, das Spielen taugt halt so nicht. Und ich schätze mal, das Zuschauen bei euch taugt genauso wenig. Ich glaube halt, ich bekomme gleich einen epileptischen einfach. Vor allem, wie sollen wir jetzt so gegen den Troll kämpfen? Also, bei aller Liebe, ne, aber... Komm her! Oh ja, die haben Leben! Die haben Leben! Ich bekomme halt nicht mehr mit, wenn ich gehittet werde. Ach so. Ich habe eine Regel missachtet. Ja, ey, was... Mann... Es fuckt mich so ab, diese Lags, ne? Ich probiere nochmal kurz was. Einen Moment. Okay, ich habe gerade das Spiel einfach nochmal neu geladen. Das Spiel einfach nochmal neu geladen, ja? Wir hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste. So,
Schwarzer Troll. Let's go, Junge. Du bekommst jetzt die ganzen Schlitzer hier einfach durch wegen den ganzen Lags. Aber ich find's geil, dass die einfach den von Gothic 2 genommen haben. Das erinnert mich quasi dran an die Situation, als ich das erste Mal vor einem schwarzen Troll in Gothic 2 stand, Alter. Das war ja auch richtig random irgendwo auf diesen in diesem Abseitsgebiet. Oder war das Gothic 1? Ja. Ja, das war. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja, was sollen wir jetzt machen? Bevor wir den jetzt einfach wirklich genau so runterprügeln, ich nehme mal kurz die 6. Ich will einfach wissen, wie viel Damage das einem schwarzen Troll zieht. Okay. Ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, auch ein ganz passabler Krieger, oder? Ja, wir sind bei beidem ganz... Oh, da ist ein Ripper. Das war knapp. Zum Glück bin ich noch weiter gerannt. 700 Erfahrung und du gibst mir schwarzes Trollfell. Wollte nicht irgendjemand von uns das Fell von einem schwarzen Troll? Wenn ich jetzt wieder im Kopf bei einem anderen Gothic-Teil bin. Ich weiß es gerade nicht. So, ich weiß auch nicht, was irgendwie beim Neuladen passiert, also beim Restart vom Spiel, weil irgendwie ist die Zeit vorgedreht worden. Aber irgendwie scheint's jetzt nicht mehr zu ruckeln. Ich habe halt das Spiel erst neu gestartet gehabt, aber okay. Whatsoever, ne? Wir gucken uns mal kurz die Höhle an hier, ist klar. Ich schaue auch gleich nochmal zum Stein, natürlich. Komm, wir nehmen die 6 hier und haut's die alle, glaube ich, gleichzeitig um. Platsch! Oh, einer hat überlebt. Einer hat's nicht erwischt. So. Das ist halt der Kampfmagier, ne? Einmal schon mit einem richtig starken Skill rein. Quasi die ganze Kampfkraft vom Gegner ist schon weg. Und dann noch in den Nahkampf reingehen. Ja, spielen wir eigentlich echt gerade einen ganz guten Kampfmagier. So, mal gucken, was bei dem Steinkreis hier los ist. Wahrscheinlich wieder irgendeine Truhe, die wir eh nicht öffnen können. Snapper, ihr seid mir vorm Restart echt gehörig auf die Eier gegangen. Wie bekomme ich da so ein Damage reingedrückt? So, und was macht er jetzt? Und was jetzt? Ey, ich muss auch fei sagen, ne? Ich bekomme ja immer wieder, wenn jemand kommentiert, eine Benachrichtigung. Also halt nicht aktiv, sondern ich kann es halt einfach nachschauen, ob jemand kommentiert und was die Leute schreiben. Ne? Das sehe ich, was die neuesten Kommentare sind. Und da gab es noch ein paar Kommentare zu dem letzten. Leder für alle. LOL! Jetzt hat aber, ey. Und da gab es auf jeden Fall Kommentare bezüglich meinem Video keine Ruckler mehr mit. Ich habe schon wieder, also immer noch den Programmnamen vergessen, den wir hier drauf installiert haben. Ihr könnt es easy nachlesen, unten in der Videobeschreibung. Und einige meinten, yo, das Programm hat bei mir nie so richtig funktioniert. Ich habe auch gesehen, es teilt sich ein bisschen auf. Die einen sagen, yo, danke für die Tipps, jetzt läuft es endlich. Die anderen sagen, yo, läuft gar nicht. An was es letzten Endes liegt, weiß ich natürlich nicht. Weil bei mir halt alles einfach problemlos direkt beim ersten Mal funktioniert hat. Was aber viele Leute jetzt hat, oder einige Leute seit kurzem schreiben, dass ein Parallel-Universe-Patch für Gothic 3 draußen ist. Und der soll viel krasser sein. Hab damit natürlich keine Erfahrung. Ich wollte das Ding mir auch eigentlich gar nicht anschauen. Zumindest bis ich Gothic 3 durchgespielt habe. Ist ja immer ein bisschen gefährlich, ne? Am Ende installiert man irgendwas, Gothic funktioniert nicht mehr, man muss es deinstallieren, Spielstand ist dann weg. Wäre halt nicht so praktisch. Jetzt hat nach, ja, 50 Folgen. Deswegen war ich da eher so, nee, Mann, scheiß drauf, will ich mir gar nicht anschauen, vorerst. Leute, da hinten steht irgendwas. Will ich mir gar nicht anschauen vorerst.
Aber ich war jetzt gerade kurz davor, mir den runterzuladen oder halt zu installieren. Hab mir aber gedacht, komm, probier erstmal, ob das Spiel wieder flüssig läuft. Und anscheinend läuft's gerade. It läuft. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Wie so ein Risiko eingehen, dass wir da irgendwie unseren Spielstand verlieren, ne? Wo sind wir eigentlich? Was geht denn hier jetzt ab? Was ist das? So nicht. Oh, Junge! Guess my Gothic 3 videos are staged, huh? Bitte, sagt mir mal, damit ich mich nicht so scheiße fühle, dass es bei euch auch so ist, wenn ihr Gothic spielt. Dass ihr euch teilweise so mies erschreckt. So. Hans Trapp. Alter, was ist denn hier? Wieso sind hier Soundbooks? Hier sind Books. Zu schwer. Ja, ich glaube, hier hat sich jemand einfach mal, der an der Überarbeitung von Gothic gearbeitet hat, verewigt. Hans Trapp. You're welcome. Falls du das hier jemals sehen solltest. Ich glaube, es war ein guter Job. Okay. Dann gehen wir mal weg von hier. Oh, hier ist sogar noch was. Alter, hier ist eine schöne Erkundung, ey. Eine große. Alter, wir haben schon so viele Truhen, die wir einfach nicht öffnen können, die ich einfach reihenweise vergesse. Oder vergessen werde. Jetzt haben wir das Klischee. Wasserfall, natürlich ist da was dahinter. Wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um, ne? Okay, hier ist nichts. Oh, hier haben wir einen Sneaky Peek bekommen. Oh, jetzt sind wir komplett hinterm Wasserfall. Kommt man hier hoch? Kommt man hier rein? Gibt's hier irgendwas zu holen? Ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie war das gar nicht so geplant jetzt in der Folge. Oh, das sind wieder Sumpflurker. Aber es ist ja dann offensichtlich so gedacht, als sollte man hier herkommen können. Das ist eine Bank. Oh, den hat's erwischt. Alter, was? Man soll hierher. Man soll einfach hierher. Oder nein, man soll nicht, aber es ist so ein. Es gibt so ein Goodie hier. Aber das können unmöglich so diese schweren oder alten Truhen sein. Lol. Erzähl mir doch nicht. Ein Bettchen? Truhe? Zu schwer. Und eine Bank einfach. Junge, hör mir auf. Okay, ich glaube aber, also ab... Akrobatik gelernt. Ich glaube aber ab hier machen wir dann, glaube ich, mal Schicht mit der weirden Erkundung von irgendwelchen Orten. Ich würde aber vorschlagen, auch wenn es eigentlich nicht so geplant war, wir nutzen an der Stelle jetzt einfach mal den Teleporter nach Geldern, anstatt dass wir jetzt halt irgendwie den ganzen Weg wieder zurückhatschen. Muss aber erst aus dem Wasser. Ja, dann kommen wir da auch noch ein bisschen weiter. Wenn es hier ein bisschen leckt, so, oder auch ein bisschen stärker ruckelt, wäre das noch verkraftbar, weil hier ist echt viel mit Wasserfall und so, ne? Kommen wir hier noch irgendwo Interessantes raus? Können wir hier irgendwas abschließen? Das ist ein normaler Lurk. Na komm, Jung.
Na komm, und ich dreh mich in dich rein. Stimmt, wir waren ja eigentlich auf der Suche nach einem Thorn, ne? Oh. Oh, das ist ein Schattenläufer. Ich höre. LOL, ich höre irgendwelche Menschen. Was kommt denn da auf uns zugelaufen? Ich höre Menschen. Ich hab irgendwie gehört, ich denke darüber nach. Warte, vielleicht ist ja Thorn doch in der Nähe jetzt. Das sind zwei. Das sind auf jeden Fall auch noch viel mehr als zwei. Uff. Und wir haben schon wieder die Legs. Es hat sich nichts verändert. Muss ich jetzt alle 5 Minuten das Spiel beenden, oder was? Warte mal, erstmal. Zwei Schattenläufer. Muss halt nicht sein. Ich nehme dich. Und dann freeze ich dich. Und dann nehme ich hier die 6 nochmal raus. Und jetzt mache ich eine richtig schöne Ice Explosion. Junge. Schattenläufer sind halt meanwhile ein Witz. Wir haben aber auch so Bildschirmflackern, ne? Oh, und ich will gegen ein Tier blocken. Alles klar. So, wer will darüber nachdenken? Ey, was ist das? Soll ich nochmal ganz kurz versuchen, das Spiel zu beenden? Einen Moment. Okay, wir probieren's. Ich hoffe, falls da jetzt irgendwie wirklich was passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Aufmerksamer Waldläufer. Guck mal einer an, hier sind Waldläufer. Dann hat hoffentlich der ein oder andere von euch einfach eine Idee. Oh. Oh. Wir machen den Kampfmagier. So, und jetzt die 1. Let's go. Boah. Okay, easy one. Sag mal, sind wir hier irgendwie in ein Schattenläufergebiet gelaufen oder was geht jetzt hier? Warte, wie viele sind es hier? Komm, den probieren wir mal so. Ich habe voll gar keinen Bock, aber dass uns da irgendeiner jetzt noch in den Rücken fällt, ne? Und zack! Oh Gott. Bergab rennt man schnell, ne? Junge, holy shit, er legt aber den Ultrasprint hin. Ich hoffe, dass die Waldläufer ein Bettchen haben für uns, weil dann können wir uns da hinlegen, dann können wir wieder Tag machen. Also. Oh mein Gott, jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn nicht. Oh. Ich nehme einmal kurz die. Oder wobei? Jungs, ihr könnt vielleicht auch was machen eigentlich, ne? Runak. LOL. Wir waren auf der Suche nach Thorn und finden Runak. Am besten du hältst dich da raus. Nein, ich gehe jetzt da rein. So, Leute. Klar, warum nicht? Dunkel sind die Wolken über den Wäldern Myrtanas. Mhm. Wer sucht mich in dieser Stunde auf? Ich bin... Ich denke danach. Du bist es. Der Entscheider. Der Entscheider. Du kommst in der Zeit, da wir deine Hilfe brauchen. Wer bist du? Mein Name ist Runak. Als wenn das so einfach Ich bin Druide. Wäre. Der Älteste. Und manche behaupten, ich sei auch Einige der Stärkste. Probleme erledigen sich von selbst. Warte mal, können wir mal kurz auf die Seite, weil die anderen labern mir voll ins Ohr. Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Innos und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. Am besten du hältst dich da raus. Und was mit Adonos? Der strebt nicht. Was hat das alles mit mir zu tun? Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Adonos selbst hat dich von jeglichem Einfluss der anderen Götter befreit. Oh. Du allein hast die Macht, nach deinem freien Willen zu entscheiden, auf welche Seite du dich schlägst. Okay. Erzähl mir mehr über den Krieg der Götter. Boah, das ist deep. Adonos wollte, dass die Bewohner der Welt allein über ihr Schicksal entscheiden. Alle, ob Menschen oder Orks, sind jedoch dem Einfluss ihrer Götter unterworfen. Die Völker der Welt kämpfen im Namen ihres Gottes um den Sieg. Dieser Kampf dauert an, bis eine Seite geschlagen ist. Boah, okay, gut. Und wir sind der Entscheider, Alter. Du brauchst meine Hilfe? Wir Druiden werden gejagt vom Tier, das die Welt eroberte. Kein lebender Mensch kann uns vor den Orks wirklich schützen. Nicht einmal die Waldläufer. Nur du, der Entscheider.
vermagst, diese Aufgabe zu meistern. Junge, okay. Was wollen die Orks von euch Druiden? Sie wollen unsere Druidensteine. Jeder Druide trägt einen anderen Stein bei sich. Sie sind uns von Adanos selbst verliehen worden und geben uns unsere Macht. In meinem Druidenstein wohnt die Kraft des Schattenläufers. Junge, okay. Jetzt weiß ich, wieso er der Stärkste sein soll. Ich will deine Macht erlernen. Gerne. Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Ich habe gehört, dass Druidenjäger in den Süden von Geldern entsandt wurden. Töte Gunok, den Anführer des Druidensuchtrupps. Dann werde ich dir meinen Druidenstein anvertrauen. Er ist in Tagen wie diesen bei dir besser aufgehoben. Entscheider. Junge, heftig. Warte mal, Gunok ist doch der, der in der Stadt ist, oder? Was kann ich tun? Aus Geldern sind Orks gekommen und haben sich weiter oben in den Wäldern verschanzt. Sie sind gekommen, mich zu töten und mich meiner Macht zu berauben. Du musst sie aufhalten, sonst bin ich verloren. Okay. Oh. Du bist in Ordnung. Jo, wir sind in Ordnung. Warte, das ist ja Ruf beim Waldvolk und da sind wir bei 40, ne? Sie haben sich weiter oben, Alter, zum Glück habe ich nicht abgebrochen, habe einfach den Teleportstein benutzt. Das war jetzt ja übel, worth hierher zu kommen. Jetzt weiß ich auch, wieso hier überall Schattenläufer rumrennen, Alter. Das ist halt echt ein Hinweis gewesen. Schön, dass wir seine ganzen Viecher platt gemacht haben. Bin mir sicher, der hätte die selbst halt auch eigentlich platt gemacht. Weil letztes Mal war es ja auch so, voll viele Lurker. Ich dachte mir, Digga, was geht denn jetzt? Wieso so viele Lurker, ne? Und auf einmal, ja, Druidenstein des Lurkers. Wie kommt man da oben hin? Nee, ne? Oder? Ist das überhaupt? Ist ja gut. Aber die Orks sollen weiter oben im Wald sein. Das heißt, entweder die Direction oder die Direction. Ja, wir probieren es einfach mal, ne? Hier soll ein Suchtrupp sein, sagt er. Alter, ich hoffe, ich vergesse nicht, wo der ist. Junge. Ein Teleportstein zum Druiden, das wär's halt, ne? Ah, noch ein Schattenläufer, Alter. Haben wir es jetzt langsam mal mit den Dingern. Oh, da ist noch einer. Level up. Okay, wir machen aber, also ich glaube, wir haben es jetzt halt. Bezüglich zweihändiges Einkampf, also ein Schwerterkampf-Dings, ne? Was ist das hier? Eine Truhe. Ach komm. Wir machen aber erst Geldern zu Ende. Bevor wir, also was uns ist hier? Ah, okay, jetzt Abbruch, dann wieder nach Ishtar und dann wieder zurück nach Geldern. Ah, wo waren wir eigentlich? Wir machen das schön mit Abschluss. Da ist noch einer. Oh mein Gott, ja egal. Wir sind der Entscheider und ich entscheide, dass der Schattenläufer sterben muss. Noch einer. Junge. Ist doch auch gut langsam mit den Dingern, ey. Oh, ein Schatz. Geil. Ja, die Folge war jetzt irgendwie nicht so viel mit Geldern bisher, ne? Was haben wir denn da? Alter, wir sind losgeschickt worden. Ivan zu töten. Auf einmal sind wir hier. Aber ist doch auch ganz nett. Es hat uns jetzt irgendwie automatisch, also zumindest mich, so zum Erkunden getrieben. Es ist ganz automatisch passiert. Okay, wenn hier schon mal keine Orks sind, dann vielleicht in die Richtung. Vielleicht auch einfach noch mehr Schattenläufer. Wieso denn nicht? Hier ist eine Höhle. Die schauen wir uns natürlich an, ist klar. Ach komm. Ich höre irgendwas knurren. Oder? Oder war das die Blutfliege? Ach so, natürlich. Schattenläufer. Ach komm. Oh mein Gott. Ja, da kommst du jetzt nicht hoch, ne, Junge? Was sagst du dazu? Ich könnte wetten, wenn wir den Schattenläufer zu Runak bringen, ist das so noch eins von den Mistviechern. Gehen wir schon mal hier rein jetzt, was in der Höhle ist. Modriger Zombie. Eine scheiß
Skeletthöhle ist hier, oder was? Hör auf. Dein Spiränzchen hier. Da! Da! Ey. Komm, ich kann dich auch so machen, Junge. Wenn du meinst. So, einen haben wir platt gemacht. Und die Schützen, die könnten halt nochmal problematisch werden. Weil die interrupten uns. Bist du dumm? Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, der kommt durch. Ich nehme mal kurz ein Tränkchen, ne? Sonst ist hier gleich wieder over. Und ich speichere auch mal ganz kurz ab. Schöner Standbild. Junge, was? Wo sind wir denn hier angekommen? Alter, das ist ja voll das Grenzgebiet hier. Hier geht ja richtig ab. Alter, alles voller Schattenläufer. Wir entdecken eine Höhle mit irgendwie so einem, mit einem Teleportstein Richtung Nordmar. Irgendwelche Truhen, die wir leider nicht öffnen können. Jetzt halt hier ist, glaube ich, ein Gargoyle. Irgendeine magische Höhle. Junge, was geht denn? Oh. Oh, nö. Muss nicht sein. Es wird Zeit. Wir holen jetzt mal einen Kollegen von hier, ne? So. Und für dich brauchen wir ein bisschen Böses vernichten. Weil du fuckst schon echt ab. Schon ein Gargoyle, oder? Wie lost. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Also, so beschissen hätte es. Also, es hätte nicht beschissener laufen können. Junge, komm, du kleiner Pisser. Okay, gut, alles klar. Junge, hör mir auf. Ich glaube, dieses ganze Gebiet, das kenne ich auch noch nicht. Weil früher bin ich da nicht so genau durch. Ist zwar jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Weil ich wollte eigentlich mit diesen Untoten vernichten, den platt machen. Auf einmal stellt sich da ein scheiß Gargoyle in den Weg. Ich glaube nämlich, der macht, also dieses, oder böses vernichten heißt es, ne? Böse ist nicht Untote, sorry. Ich glaube, das drückt nur so den richtigen Damage bei so untoten Dingern. Ich glaube, dieser Zauber ist nämlich extra dafür da. Oh, das ist natürlich auch eine Option, ne? Und wir haben keine Magie mehr. Perfekt. Und er ist full life. Noch besser. Skelettkrieger. Ach so, wir haben ihn gefreezed. Ups. Nein. Wie? Nein, nein. Oh Gott. Na. Junge, ist das. Oh, da liegt ein Schwert. Junge, was? Okay, die Controls funktionieren gar nicht mehr. Warte, wenn wir dich anvisiert haben können, ne? Ja! Mistvieh! Oh, wir machen gar nicht mal so viel Schaden bei dem Ding. Wir machen gar nicht mal so viel Schaden.
So, jetzt haben wir ein Problem, ne? Ich nehme mal ein Tränkchen. Stehen wir hier sicher? Sieht vielleicht nicht so aus. Wieso hält denn der so viel aus? Junge, was? Er hält immer noch aus. Weg. Weg mit dir. Ich speichere. Okay. Wir holen uns... Da liegt irgendein richtig Baba-Schwert und das will ich haben. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Ich war schon... Ich habe schon so meine Beine in die Hand genommen, ne? Uff. Komm, packen wir. Packen wir. Ich muss bloß aufpassen, dass ich jetzt rechtzeitig das Rennen anfange. Sonst ist es schwierig. Schau mal, das ist ein schwarzer Zoll. Haben wir einen fertig gemacht von. Da haben wir einen platt gemacht. Renn. Gut. Ich nehme noch einen zur Sicherheit. Nein, er besiegt uns. Ja, ich sehe es doch kommen. Er besiegt sowas von uns an, glaube ich, gleich. Oh, wir haben's. Boah, das ist einfach besser als böses Vernichten. Dass wir, ich dachte war echt nach der Wüste, das war's, ne? Aber nee, die kommen wieder. So, ist hier noch irgendein Viehzeug oder reicht ein Gargoyle und ein untoter Priester? Oh, ich muss mal, glaube ich, hier kurz die neuen auspacken. So, was gibt's hier für ein Big Baba Loot? Hm? Gargoyle. Drachentöter, Jung, schau mal her, du. Ist krass. Die ist krass. Ich will die anziehen. Welches im Drachenblut getränkt wurde. Oh mein Gott, wie geil. Die will ich ja so anziehen, ne? Bitte lass das eine Einhänder sein. Stärke, easy. Schwertmeister, okay. Machen wir, aber erst müssen wir... Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, Freunde. Auch wenn es mich so unterm Finger juckt. Oder juckt es mich zu sehr unterm Finger? Wir machen ja eh noch Geldern davor, ne? Schwertmeister können wir eigentlich... Eigentlich können wir den Schwertmeister... Also, oder? Der Schwertmeister ist doch nicht viel, ja? Achso, das ist der letzte davon. Oh, wir brauchen... Ja, der Schwertmeister ist nicht viel. Doch, ich glaube, der ist viel. Ich glaube, das sind so 20 Lernpunkte. Oh, dann können wir es, glaube ich, echt nicht machen. So sehr ich auch wollen würde, ne? So sehr ich wollen würde. Ich glaube, das können wir nicht bringen, Leute. Weil dann... Sonst müssen wir wieder 20, 25 Lernpunkte ausgeben. Und wir müssten die eigentlich gerade woanders hin investieren. Einfach nur, um auch in der Story weiterzukommen. Halt hier mit Ishtar, ne? Ich weiß, aber wir machen es noch. Den Drachentöter, den gönnen wir uns irgendwann. So, was knurrt mich jetzt hier an? Natürlich ein Schattenläufer. Wie soll es denn anders sein? So, weg. So, schauen wir jetzt mal, ob wir in den letzten 5 Minuten hier oder, ja, ein paar Minütchen haben wir halt noch, ne? Da haben wir den Ork-Trupp. Schöne Sache. Sind die uns böse gesinnt? Nee. Bollock. Und die müssen wir jetzt halt platt machen, ne? Ich denke halt, ich weiß schon, wie die ganze Geschichte hier läuft. Der sagt, yo, wir müssen den Druiden töten. Und der Druide sagt, yo, wir müssen den hier töten. Das heißt, wir müssen uns hier auch wieder ein bisschen entscheiden. Für welche Seite wir spielen, ne? Was machst du hier? Ich bin im Auftrag des obersten Schamanen in Geldern, Grog, unterwegs. Ich soll nach Druiden suchen und ich werde nicht ruhen, bis ich den ganzen Wald hier durchkämmt habe. Kann ich dir helfen? Ich bin davon überzeugt, dass sich in dem Waldstück da unten am See ein Druide versteckt hält. Ich vermute allerdings, dass auch eine Schar von Waldläufern dabei ist. Ich würde dieses Schwein von Druide nur zu gerne tot sehen.
Ich werde den Druiden für dich töten. Na, wer sagt's denn? Endlich mal einer, der Mumm hat. Ich bin dein Kampfgefährte, wenn du mich brauchst. Da unten sind wahrscheinlich zu viele Waldläufer für dich allein. Okay, das ist jetzt nicht so geil, weil... nee, Leute, das machen wir noch nicht. Wisst ihr wieso? Den letzten Ork-Trupp, den ich ausgeräuchert habe, habe ich ohne Probleme machen können, weil ich mir, also weil die halt eh keine Quests für uns hatten, ne? Es ist aber gerade, oh, ich habe gerade direkt neben dem Schattenläufer. Oh, warte mal, schau mal, ich habe hier ein paar Leute, die könnte ich dir vorstellen, wenn du Bock hast. Ja, ich glaube, das ist so ein Ding, wir müssen uns hier dann entscheiden. Und deswegen würde ich erstmal lieber gucken wollen, bei wem wir dann den letzten Ruf noch offen haben, ne? Ich glaube mal, das Vieh tötet keinen von denen, oder? Nee, das macht keinen Damage. Das macht da echt keinen Damage. Ich glaube, es kommt auch gar nicht zum Zug. Bald wird es keinen mehr von euch geben. Ey, irgendjemand hat mir voll gegeben. Was knurrt? Ach, hier sind Waage. Alter, hier ist ja auch noch alles voll, Alter. Jetzt sind auch wieder zwei Wege, ne? Der Wargweg. Was bist du hier? Dach, ich habe schon ganz kurz Drachentöter gelesen. Ey, ich bin doch immer in der Waffe. Ist hier irgendwas Krasses? Junge, natürlich noch ein Schattenläufer, Alter. Aber das war's jetzt hier, ne? Okay. Nee, hier geht's nicht weiter. Ich wollte nur kurz abchecken. Oh, der kann das auch. Oh, er geht wieder zurück, I see. Okay. Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Lasst uns mal noch ein bisschen hier für Orks, für Waldvolk spielen und gucken, ob wir irgendwelche Sachen bekommen, wo wir uns noch nicht entscheiden müssen. Ganz am Ende entscheiden wir uns natürlich, dann ist klar, ne? So, Wag. Und dich freeze ich auch. Und dich freeze ich auch. Und dich da hinten freeze ich natürlich auch. So, dann bekommst du ein bisschen Blitz ab. Und du bekommst auch einen Blitz ab. So, dann gehen wir in den Nahkampf. So, da war noch einer, oder? Einen gab's doch noch. Oder war das andere wieder so ein Crit? Na gut. Dann gibt's halt keinen mehr, wa? Ey, und dieser Typ macht sich allen Ernstes Sorgen, dass da eine Schar von Waldläufern ist. Junge, hast du dir mal die Schattenläufer hier gegeben? Und was bitte ist mit dem Wald hier los? Musikswitch anscheinend schon wieder. Oh, wir kommen wieder zu dieser einen Ebene, wo die andere Mucke anfängt. Hier ist auch wieder... Zu schwer. Ja, zu schwere Truhen. Natürlich. Ey, hier oben ist ein heftiges Gebiet. Bin ich euch ehrlich. Hier oben ist echt ein heftiges Gebiet. Also gibt es richtig schön, richtig, richtig schön viel zu entdecken. Geile Sachen eingebaut. Die Landesstruktur checke ich jetzt nicht ganz. Hier ist alles nur so von Platten. Lagerfeuer. Wisst ihr, der ganze Boden, der ist nicht so, sondern der ist so, 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 so. Und ich glaube, ich sehe da hinten einen Kronstöckel. Jo, sehe ich. Was ist böse? Ein Sumpflurky. Ein One-Hit-Sumpflurk. Noch einer? Nee. Ja gut, ey, wir haben so viele Truhen jetzt halt schon, ne? Die wir nicht öffnen konnten. Die sind gone, Alter. Die sind alle gone. Okay. Ja. Nee. Alter, wir sind hinter Silden. Was geht denn hier bitte? Ja, dann würde ich sagen, wir lassen das Ganze hier mal auf sich beruhen. Nächste Folge gehen wir hier einfach weiter. Wieder zurück Richtung Gelder, ne? War jetzt eine nette Erkundungsfolge, die sich echt sehr, sehr gelohnt hat. Ich weiß gar nicht, was ich hier als Thumbnail nehmen soll. Einen schwarzen Troll, wir hätten das Schwert, also keine Ahnung, es ist irgendwie, es ging schon viel ab jetzt.
Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.